Seit damaligen Zeiten konnten sie selbst die Amerikaner nicht einen deutschen Bundeskanzler absetzen. Das musste das Wahlvolk schon selber tun. Es gibt eine Reihe von Gründen, die auch mitverantwortlich sind, keineswegs allein verantwortlich, die auch im Westen zu suchen sind. Insbesondere Europa, und da ist es eben Deutschland und Frankreich. Die Kommission muss man da außen vor lassen und die Dame, die da sich besonders hervortut, auch. Im explosiven Interview mit der Schweizer Weltwoche rechnet der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder scharf mit der EU, den USA und der deutschen Politik ab. Als oft beschimpfte Putin-Marionette spricht er offen über Kriegspropaganda, Waffenlieferungen und Deutschlands fatale Ukraine-Politik. Doch er stellt auch die brennenden Fragen: Warum unterstützt Deutschland Kriegstreiberei, statt auf Diplomatie zu setzen? Und wie soll unsere historische Verantwortung in dieser gefährlichen Zeit aussehen? Schröders Weckruf zur Zukunft Deutschlands wird niemanden kalt lassen. Seid ihr bereit für die ungeschminkte Wahrheit? Dann bleibt dran. Wie groß war der Druck auf Sie? Haben die Amerikaner versucht, Sie abzusetzen? Oder wie haben Sie das eigentlich damals genau gemacht? Zu den damaligen Zeiten konnten Sie selbst die Amerikaner nicht einen deutschen Bundeskanzler absetzen. Das musste das Wahlvolk schon selber tun. Habt ihr genau zugehört? Zu damaliger Zeit konnten selbst die Amerikaner den deutschen Bundeskanzler nicht absetzen. Also damals nicht und heute schon. Sie haben sich dafür eingesetzt, gute Beziehungen zu Russland herzustellen. Sie kennen den Präsidenten Putin, kennen Sie persönlich sehr gut. Heute sagt man, das sei der größte Fehler gewesen überhaupt. Wenn ich deutsche Zeitungen lese, ja, diese Ostpolitik, die reine Naivität, alles falsch. Was sagen Sie zu diesen Einschätzungen als jemand, der ja nicht aus dem Blauen herausgekommen ist, sondern in einer Tradition gearbeitet hat? War das alles falsch, diese Ostpolitik, die Sie da gemacht haben, Herr Schröder? Das ist Quatsch, würde ich denen sagen. Natürlich war das nicht falsch. Denn man muss auch mal die Zeit sich anschauen und die Situation in den Ländern, für diese Ostpolitik gemacht worden ist. Und man muss mal schauen, was hat denn Deutschland, bevor die Ostpolitik kam und bevor es die Bundesrepublik gab, veranstaltet in diesen Ländern. Über Polen wollen wir reden, über Tschechoslowakei damals, auch heute Tschechien und Slowakei, über Russland insbesondere zu reden. Das heißt, Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen ein solches Maß, ja im besten Sinne als Schuld, auf sich geladen, dass man deutlich machen musste, dass die jetzige Generation, auch die Generation wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, die den Krieg noch erlebt haben, die jetzige Generation jedenfalls an das nie wieder glaubt. Das gilt übrigens auch für die jüdische Bevölkerung in unserem Land. Das heißt, wir haben ein solches Maß an geschichtlichem Versagen, mit dem haben wir uns auseinanderzusetzen als Deutsche. Das gilt übrigens nicht nur für die Generation, die unmittelbar schuldig war, sondern auch für die künftigen Generationen. Das heißt, wer vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg und was die Folge dessen war, ein solches Maß von Schlechtem über Europa gebracht hat und über die angrenzenden Länder, der hat die besondere Verantwortung, dafür, für das nie wieder zu sorgen. Das ist das Erste. Und was das für eine Konsequenz hat, ökonomisch, vor allen Dingen aber politisch, das muss man immer wieder neu bestimmen, das ist gar keine Frage. Ich gehöre keineswegs zu denjenigen, die der Meinung sind, dass der von Russland begonnene Krieg mit der Ukraine irgendwo zu rechtfertigen ist. Ich weiß um die Konflikte, die es vor dem Krieg gegeben hat und an denen viele nicht unschuldig sind. Und ich weiß, dass man hätte andere Möglichkeiten schaffen können. Aber ich weiß zugleich, dass das keine Entschuldigung für diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine sein kann. Das muss man immer wieder deutlich machen. Gleichzeitig muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ob denn Waffenlieferungen alleine und die militärische Unterstützung der Ukraine zum anderen, ob das wirklich die Alternative ist. Was ich mir wünschen würde, ist doch,
dass man die Unterstützung der Ukraine, die ich nachvollziehen kann, ob das in jeder einzelnen Frage so sein muss, ob man wirklich dafür sorgen muss, dass so weitreichende Raketen geliefert werden, die Moskau erreichen können, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber die Ukraine so weit zu unterstützen, dass sie selber in der Lage ist, ihr Territorium zu verteidigen, das ist schon in Ordnung. Aber für mich dann und nur dann in Ordnung, wenn man das gleichzeitig mit derselben politischen Entschiedenheit verbindet mit dem, was können wir denn um diesen Krieg innerhalb Europas, wir können uns doch da nicht auf die Amerikaner oder die Chinesen verlassen, die sind weit weg von uns, was können wir denn tun, um diesen Krieg, der mitten in Europa stattfindet, sozusagen zu beenden? Es ist für mich einfach unbegreiflich, warum man weiterhin an der Unterstützung für die Ukraine festhält. So viele Menschen haben bereits ihr Leben verloren und wofür? Weil jemand beweisen wollte, dass er Russland besiegen kann. Selenskyj hat groß angekündigt, wir besiegen Russland. Aber am Ende sind Tausende gestorben und was hat sich verändert? Nichts. Das Blutvergießen geht weiter, ohne ein Ende in Sicht. Diejenigen, die das alles entscheiden, müssen ja nicht selbst an die Front. Sie opfern Leben aus der Ferne, als wären es nur Zahlen in einer Statistik. Jetzt, wo so viele Soldaten nicht mehr da sind, werden sogar Menschen ohne richtige Ausbildung eingezogen, nur um sie sinnlos in den Tod zu schicken. Und das Schlimmste, unsere Medien feiern das auch noch und pushen das hoch. Wie krank ist das denn bitte? Journalisten und Politiker, die das alles befürworten, sitzen bequem in ihren warmen Büros und reden, als wäre das hier alles nur ein Spiel. Aber während sie ihre Reden schwingen, sterben jeden Tag unzählige Menschen, Menschen, die dieses Schicksal nicht verdient haben. Und dann gibt es jemanden wie Schröder, der es wagt, die Realität auszusprechen, der die Dinge nüchtern betrachtet und er wird dafür angegriffen? Warum? Vielleicht, weil er versteht, dass es auch anders gehen könnte, diplomatisch, ohne diesen endlosen Tod und Zerstörung. Aber anscheinend will das niemand hören. Wie nahe stand man eigentlich damals im April 22 an einer Einigung? Wodurch ist das entgleist? Ich hab das für möglich gehalten, aber ich will da niemanden diffamieren. Das soll man auch nicht in der jetzigen Situation. Aber mein Eindruck ist, dass die russische Seite natürlich entscheidungsfähig war, die ukrainische nur begrenzt, weil die schon, das war mein Eindruck, ich will da niemanden diffamieren, aber ich glaube, der ist nicht ganz falsch, weil die natürlich nachfragen mussten, wie sieht das denn bei dem Hauptunterstützer politisch in Amerika aus? Und da hat es offenkundig Probleme gegeben, ebenso in England. Also das ist dann nicht weitergeführt worden, zu meinem großen Bedauern. Das war ja eine Zeit, in der viel Blutvergießen hätte vermieden werden können. Man erkennt erst jetzt, wie nah der Ukraine-Konflikt schon im April 2022 an einer friedlichen Lösung stand. Die russische Seite war offenbar bereit, entscheidende Schritte zu gehen. Doch von der ukrainischen Seite kam keine Einigung zustande. Und warum? Weil äußere Kräfte Einfluss nahmen. Der Westen, allen voran die USA und Großbritannien, hielten Kiew offenbar zurück. Das wirft eine entscheidende Frage auf. Wieso wurde diese Chance nicht genutzt? Wie viele Menschenleben hätte man retten können, wenn nicht andere Interessen wichtiger gewesen wären? Der Frieden war greifbar, doch die Politik hat ihn aus den Händen gleiten lassen. Und dafür bezahlen die Menschen mit ihren Leben. Eine Reihe von Gründen, die auch mitverantwortlich sind, keineswegs allein verantwortlich, die auch im Westen zu suchen sind. Aber die Hoffnung war wenigstens, dass daraus auch auf Regierungsebene Folgen entstehen, das, was man an militärischer Unterstützung macht, auch aus Europa heraus, und da spielt insbesondere natürlich Frankreich und Deutschland eine entscheidende Rolle, die EU-Kommission, die kann man vergessen in solchen Fragen. Es ist einfach so. Und da hätte ich die Hoffnung gehabt, dass man
gerade in Frankreich und Deutschland beide zusammen, entschiedener sind. Was können wir denn auf dem Verhandlungswege erreichen? Ich kritisiere nicht oder nur wenig die Position Waffenlieferung und so weiter. Mhm. Ich hätte schon die eine oder andere Frage, die betrifft Raketen, die also Moskau ja, direkt... Moskau treffen können, klar. Ja. Natürlich hat der Westen auch Fehler gemacht. Und nur Waffen zu liefern, bringt uns dem Frieden nicht näher. Deutschland und Frankreich hätten eine große Rolle spielen können, doch dafür hätte es eine Persönlichkeit wie Gerhard Schröder gebraucht. Seine klare Aussage gegen die EU-Kommission lässt aufhorchen. Einfach Wahnsinn. Aber was denkt ihr? Wäre es mit mehr diplomatischem Druck anders gelaufen? Muss ja nicht unbedingt ein Anhänger von Viktor Orban sein, bin ich auch nicht. Aber ich finde, in dieser Frage war das vernünftig, dass jemand hergeht, der nicht zu den ganz großen Mächten in Europa gehört, aber der auch einen guten Kontakt nach Russland rein hat, wie man weiß, und der hergeht und sagt, ich will wenigstens einen Anteil schaffen. Dass dann was in Bewegung kommt aus Europa. Das habe ich durchaus für richtig empfunden. Es ist ja wichtiger, dass man zu einer Lösung dieses Konfliktes, der ein weltweiter werden könnte, kommt, als die Frage, ob ein älterer Herr wie Herr Biden oder Frau Harris oder Herr Trump amerikanischer Präsident. Für mich wäre wichtig, wer ist bereit, eine Lösung mitzufinden? Ja. Und das muss man leider sagen, von den Erklärungen her, ob das dann so wird, ist das eine andere Frage. Ist das gegenwärtig in Amerika von den Spitzenpolitikern? Nur eine. Nur einer. Ja. Und das Zweite ist, insbesondere Europa, und da ist es eben Deutschland und Frankreich, die Kommission muss man da außen vor lassen. Mhm. Und die Dame, die da sich besonders hervortut, auch. Hier hat er absolut recht. Egal, wie man zu Viktor Orban steht. Aber diese Entscheidung war die beste, die jemand aus Europa treffen konnte. Und wenn Trump den Frieden wiederbringt, dann ist er der Richtige für diese Stelle. Wahnsinn! Schröder wiederholt nochmal, dass die EU-Kommission unwichtig ist und mit ihr auch Frau von der Leyen. Das hat gesessen. Vielleicht dürfen Sie sagen, wenn Sie an jenem berühmten Februartag im Jahr 2022 in Washington als Bundeskanzler der Bundesrepublik neben Joe Biden gestanden wären und Joe Biden gesagt hätte, also wenn Putin eine Dummheit macht, sprengen wir, dann nehmen wir diese Nord Stream Pipeline aus dem Spiel. Was hätten Sie ihm da vielleicht gesagt? Hätten Sie ihm auch einfach nur zugehört oder hätten Sie gesagt, du Joe? Ich weiß nicht, ob einer zugehört hat, ohne was zu sagen, weiß ich nicht. Aber ich hätte ihm gesagt, lieber Freund, lass den Blödsinn. Das ist genau das Richtige, was auch Scholz hätte sagen sollen. Die Nord Stream-Sprengung hat Deutschland und viele andere Länder in Europa stark getroffen. Da sieht man, wie wichtig in der Situation ein Gerhard Schröder wäre. Oder was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Lasst ein Abo und ein Like da und teilt meine Videos und meinen Kanal mit euren Freunden und Familie. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Patrick. Ciao, ciao.